Da war er natürlich stinksauer, weil für ihn war das irgendwie der Grund, weshalb Alicia abgebrochen hat. Und ich muss auch sagen, ich war dann die Einzige, bei der er sich halt nicht verabschiedet hat. Ja, und dann wurde ich tatsächlich auch zur Produktion gerufen in die Box. Und dann hieß es so, was ist nochmal dein Job hier? Und ja, dann gucke ich die Folgen und denke mir so, Junge, willst du mich eigentlich gerade verarschen? Und dann hat er uns Mädels halt gefragt, ob wir bei ihm im Zimmer schlafen können. Und als ihr im Bett lagt, hat er dich dann um was noch gebeten? Ob ich meinen Arm um ihn legen kann. Please hold. Und dann kann es losgehen, liebe Julia. Sehr schön, ich freue mich. Herzlich willkommen. Nochmal richtig intensiv auf meinem Kanal. Du warst ja schon Bestandteil durch meine Reactions. Du warst ja auch hin und wieder mal in meinen Sequenzen mit dabei. Aber ich freue mich umso mehr, dass du jetzt in einem Interview dabei bist. Ja, das stimmt. Also am Anfang war ich auch ein bisschen pissig auf dich, weil du halt immer dich so an den Klischees bedient hast. Aber wenn man dann so ein bisschen länger geguckt hat, ne, dann konnte man auch selber drüber lachen. Und dann fand man das Ganze doch ein bisschen sympathischer. Was hast du da wahrgenommen, was fandst du besonders scheiße und was sollte ich auf jeden Fall nie wieder tun? Das war halt so dieses standardmäßige, ja, Frauen aus dem Gewerbe und so. Irgendwann konnte man es einfach nicht mehr hören, weil das einfach in jedem Reaction-Video so war. Und das ist dann halt schon so ein bisschen nervig auf Dauer, ne? Aber gut, ihr wollt natürlich lustig sein, ihr macht euren Job, dann kann man schon drüber lachen. Wann habe ich es dann geschafft oder wie habe ich es dann irgendwann geschafft, trotzdem dein Herz zu gewinnen, sodass du gesagt hast, okay, der ist cool und mit dem mache ich auch ein Review? Oder was war vielleicht anders als bei anderen Reactern? Also am Anfang war es halt für uns Mädels so, ich glaube für alle, dass wir ein bisschen uns schwer getan haben mit den ganzen Kommentaren, dass man das halt zu sehr persönlich genommen hat, sich zu sehr zu Herzen genommen hat. Und dann irgendwann, ne, war dann halt dieses, okay, klick, vergessen wir das einfach mal, nehmen wir das Ganze mit Humor, sehen das Ganze entspannt und dann konnten wir halt auch über die Reaction-Videos lachen. Okay. Und ja, ich fand es halt immer sehr unterhaltsam bei dir, sehr sympathisch. Und du hast es halt noch in dem Rahmen gemacht, dass man sagt, okay, es ist jetzt nicht unter der Gürtellinie. Das finde ich halt auch immer ganz wichtig. Okay. Guck mal, ich habe immer, hast du es mal in meinen Videos mitbekommen, dass ich immer ein Feuerwehrproblem habe? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber du kommst ja aus Altona, ne? Ich glaube, da ist eine Polizeiwache in der Nähe. Ja, aber jetzt gerade bin ich in Schleisen oder so, also in einem Dorf, in dem es noch nicht einmal einen Elektromarkt gibt. Und ja, siehst du mal. Es riecht nach Kuh und trotzdem ist ein Polizeiwagen hier. Ja, weniger Kriminelle als in Hamburg, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde hier, glaube ich, sogar meinen Laptop auf der Straße liegen lassen und den würde keiner klauen. Wir haben mal ein bisschen miteinander geschrieben. So, genau. Ne? Und du hast mir auch erzählt, dass es, und jetzt gerade ja wieder, dass es auch Reactor gab, die so richtig unter der Gürtellinie waren. Ja, es gab tatsächlich eine YouTuberin, die hat wirklich Sprüche rausgehauen, wenn Mädels auch gesagt haben, okay, das geht absolut gar nicht, das können wir auch nicht dulden. Da haben wir persönlich uns dann auch beim Sender beschwert, haben gesagt, sie kann gern reacten, man kann sich gern über uns lustig machen. Ist klar, wir stehen ja im öffentlichen Leben in dem Moment, aber halt immer noch angemessen. Und das ging sogar so weit, dass eine Kandidatin gesagt hat, okay, entweder nimmt sie da eine gewisse Szene raus oder ich gehe mit einem Anwalt dagegen an. Weil das ist dann halt schon so, man toleriert sehr viel, man duldet viel, ist ja auch ganz normal, wenn man sich öffentlich präsentiert, aber es gibt halt Dinge, na, die kann man einfach schöner sagen oder schöner draufwirken. Okay, okay. Willst du sagen, wer es war oder? Nein, also ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich muss auch sagen, die hat sich anfangs wirklich sehr schwer getan, die hat uns extrem beleidigt, immer unter der Gürtellinie, aber dann wurde sie auch immer ein bisschen ruhiger und zum Schluss konnte man ihre Reaction-Videos auch wieder angucken, sodass man sagt, okay, ist in Ordnung. Okay. Man muss aber auch sagen, die Leute reagieren immer mehr auf negative Kommentare oder ich sag mal so ein paar, die ein bisschen sarkastisch sind oder die Leute irgendwo durch den Dreck ziehen, als jetzt durch die Positiven. Weil wenn jeder immer sagt, oh, das ist alles toll, das ist alles super, findet man langweilig. Und gerade so bei den neutralen Reactern ist das natürlich auch schwierig, weil die Leute wollen sich ja auch in ihrer Meinung bestätigt fühlen. Und meistens ist das dann halt eher so ein negatives Bild von der Person. Ach, ich weiß es nicht. Also ich bin kein Engel. Ne? Das weiß ich auch. Ich weiß auch, dass die ein oder andere Aussage ziemlich provokant ist und wenn die Person sich das wirklich zu Herzen nehmen würde, was ich ihr nicht empfehle, wenn sie in der Öffentlichkeit steht, dann, ich hatte nämlich auch eine Geschichte mit Tara von einem anderen Format, die hat sich da sehr auf den Schlips getreten gefühlt, aber so richtig unter der Gürtellinie, also ich meine, im Grunde genommen, ich sage ja nicht, dass ihr Prostituierte seid, ne? Seid ihr ja nicht, selbst wenn, wäre es doch, ist es einfach nicht schön, so über das Gewerbe auch an sich zu reden. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Also es ist halt nun mal so, wir sind die Kandidaten gewesen in dem Moment. Wir nehmen das Ganze natürlich persönlich. Aber wenn man das dann nochmal ein bisschen neutraler beachtet, wenn wir andere Formate
kommentieren. Dann sind wir jetzt auch nicht immer gerade so nett, sage ich mal, ne, oder so neutral. Also es hat schon ein bisschen gedauert, bis man so gemerkt hat, okay, man darf es nicht persönlich nehmen, man muss es mit Humor sehen oder auch aus der Sicht von dem Zuschauer, weil ihr seht ja nur das, also ihr könnt nur das beurteilen, was ihr seht. Ne? Das ist dann halt immer noch mal was anderes als die Person, wie sie vielleicht wirklich ist. Ja, das stimmt. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du zu Temptation Island oder dass du mit dem Job angefangen hast, Temptation Island Verführerin? Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil dadurch, dass ich halt auch als Tattoo-Model arbeite, bin ich regelmäßig auf Fotoworkshops. Und dann war ich einmal auf Mallorca. Wir Mädels waren gerade alle am Pool, hatten gerade Freizeit. Und die ganze Zeit waren irgendwelche Mädels am Handy am Rumtippen. Und ich denke, was machen die denn da? Hab die dann gefragt und dann meinten die so, ja, ich soll ihren Freund mal testen, ob der wirklich treu ist, ne? So, und das fing halt mit einer Person an und plötzlich wollten natürlich alle Mädels das wissen. Dann habe ich angefangen, mit den Jungs zu schreiben. Wir haben halt so geguckt, welcher Junge gibt seine Handynummer raus, welcher Junge schickt vielleicht ein intimeres Foto von sich, ne? So, und das war so das erste Mal, dass ich das quasi mal getestet habe. Das fand ich ganz interessant. Und ich muss halt auch sagen, ich privat habe leider auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Männer fremdgehen oder der Partner zumindest. Und da wir halt in dieser Fuckboy-Generation leben, war ich halt schon neugierig und wollte rausfinden, okay, gibt's noch treue Männer? Und dann dachte ich so, na gut, Temptation Island, warum nicht? Mache ich mal mit. Vor allem, weil ich selber auch noch gar keine Reality-Erfahrung hatte, dachte ich mir, okay, das ist ein ganz cooles Format, weil wir haben da halt einfach nicht dieses Konkurrenzdenken, sondern wir arbeiten ja als Mädels quasi zusammen. Ja. Man kann dann erst mal gucken, ist Reality-TV überhaupt was für mich? Es ist halt so ein bisschen dezenter, als wenn du jetzt bei Are You The One zum Beispiel mitmachst oder beim Bachelor, wo du dann so ein bisschen mehr im Fokus bist. Und bei Temptation war es ja so, manche Mädels konnten sich halt ein bisschen mehr hervorheben, manche weniger. Und das fand ich eigentlich ganz cool und reizvoll. Und, willst du noch weiter ins TV? Oh, schwierig. Generell hätte ich zwar Lust, aber ich muss sagen, ich finde, das ist alles sehr, sehr extrem geworden. Auch jetzt bei neuen Formaten sieht man ja, es ist wirklich, jeder macht mit jedem rum. Ist halt nicht so meine Welt, ne? Oder auch bei uns, da ging es schon ziemlich heftig zu. Also ich muss sagen, ich habe absolut nichts dagegen, was die Mädels gemacht haben. Ich feiere das auch. Aber ich persönlich hätte einige Sachen halt nicht machen können oder ja, bin da ein bisschen ruhiger, sage ich mal. Weil du verheiratet bist und zwei Kinder hast. Genau, das ist zumindest die Aussage von dem Webcam Girl. Danke, dass du Webcam Girl sagst, weil ich habe schon in den Interviewfragen gesagt, wir dürfen nicht den wirklichen, beziehungsweise ist sie wirklich Webcam Girl? Also so wie ich das mitbekommen habe, macht sie Webcam und das ist ja keine ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das Wort verwenden durfte. Nee, das ne? werde ich wegpiepen, aber okay. Okay. Das höchste deiner Gefühle war die Massage, glaube ich, bei Fabio, ne? Genau. Und das machst du, glaube ich, auch beruflich, oder? Nee. Massage? Machst du nee, nicht. Also ich bin selbstständig als Tattoo-Model. Das ist deine Selbstständigkeit. Genau, also ich bin eher für Fotoshootings, Musikvideodrehs in der Deutschrap-Szene oder halt so Darstellerrollen. Das ist mein Bereich. Ich weiß gar nicht, hatten wir überhaupt eine Masseurin in der Gruppe? Keine Ahnung. Ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn man jemanden massiert, sage ich mal. Klar, wir haben auch ein bisschen Show gemacht, ein bisschen übertrieben. Ich musste auch bei einigen Reaction-Videos so lachen, weil die auch meinten, ja, warum stöhnen die denn, wenn die bei ihm auf dem Rücken sitzen? So, als ich das dann so gehört habe, dachte ich auch so, ja, was habe ich da eigentlich gemacht, ne? Ja, aber das war halt für mich schon so im legitimen Bereich. Aber ich bin jetzt halt nicht diejenige, die dann irgendwie, ja, nackt in den Pool springt, obwohl ich halt die Aktion von den Leuten echt cool fand. Und das war auch so aus der Situation heraus, ne? Du warst nicht dabei im Pool, ne? Ich stand daneben, aber ich war definitiv nicht nackt im Pool. Weißt du, was ich so krass finde? Es tut mir wirklich leid, aber ich musste das jetzt sagen. Du bist ja jetzt schon die dritte Verführerin, mit der ich spreche, ne? Und ja. Ihr kommt hier vor der Cam einfach komplett anders rüber, als man euch im Fernsehen wahrgenommen hat. Ich meine, man hat ja, leider denkt man sehr oft in Schubladen, ne? Und dann hat man immer dich mit deinem tiefen Ausschnitt gesehen, hat so gedacht, ja, wie sie ihn da massiert, wie sie da stöhnt, dann denkt man so... Und jetzt, ich finde, du kommst ganz anders rüber. Ja, aber es ist halt das, was ich meine. Im Fernsehen kannst du nur das beurteilen, was du siehst. Ja. Natürlich schneidet die Produktion auch alles so ein bisschen provokanter zurecht. Und die Leute brauchen natürlich auch Stoff, worüber sie lästern können, worüber ja. sie reden, was interessant für die ist. Weil wenn die sehen, ach, das ist so ein nettes, liebes Mädchen, ja, sorry, interessiert keinen Menschen. Ja. Dann hast du mir etwas gesagt, da bin ich also fast von diesem Stuhl gefallen, auf dem ich sitze. Und zwar, dass du schwer schockverliebt warst in Markus. Oh mein Gott, sag bloß nicht schockverliebt. Nein, es war tatsächlich so, nach dem Opening standen wir Mädels alle zusammen. Ja. Und dann dachte ich so, okay, wer interessiert sich für wen, ne? Wer will wen nehmen und alles. Und ja, wir haben halt nur die Jungs gesehen, wir haben gar nicht so viel mitbekommen. Und viele waren dann eher so,
Richtung Markus, ne, dass sie gesagt haben, okay, das sieht gar nicht schlecht aus. Kölner könnte eine coole Sau sein, so mäßig. Ja, und dann haben wir ihn kennengelernt. Ja, es wurde ja auch die Szene gezeigt, wie wir in der Box saßen. Und die Box ist halt immer so die einzige Möglichkeit gewesen, um mit der Produktion Kontakt zu haben. Und da haben wir uns eigentlich privat und persönlich quasi beschwert und darum gebeten, dass man mal mit Markus spricht, dass er ein bisschen freundlicher zu uns ist. Mhm. Ne? So, und das haben sie dann auch gezeigt. Und dann dachte ich so, um Gottes Willen, das sieht er jetzt. Ne? Was waren denn deine Gedanken, als du dachtest, oh Gott, das sieht er jetzt? Also fandst du das blöd, dass er deine wahren Gedanken über ihn erfahren hat? Also ich wusste oder ich habe mir gedacht, es wird bestimmt Theater geben, aber ich habe ihm auch direkt nach Temptation, nach den Dreharbeiten blockiert, von daher kam dann auch nichts. Ne? Also es war schon öfters so auf Temptation, dass viele Mädels mit ihm eine Diskussion hatten und die Diskussion hat letztendlich zu nichts geführt, weil man mit ihm einfach nicht sprechen konnte. Ne? Du hast ja, um einfach bei dem Thema zu bleiben, jetzt ja auch die Show im Fernsehen gesehen, ne? Und hast ja, wie ich als Zuschauerin, ihn und Maike zusammen gesehen. Wie schätzt du das ein? Also hast du da eine Meinung zu zwischen den beiden? Also ich war ehrlich gesagt schockiert, weil ich konnte mir natürlich vorstellen, dass er so respektlos ist, weil wir fremde Frauen sind, weil er uns nicht kennt und generell nichts von uns hält. Aber ich hätte niemals erwartet, wie er mit der Maike umgeht. Also da war ich wirklich, wirklich überrascht. Und vor allem, was mich auch so geschockt hatte, wenn du die Maike siehst, du denkst sofort, okay, das ist eine starke Powerfrau. Und dann lässt sie sich plötzlich von so einem unterbuttern. Wo ich mir auch gedacht habe, wie kann das denn sein? Das passt gar nicht zu ihr, diese Opferrolle. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich glaube, beim Lagerfeuer, da war ich auch erstmal so, oh mein Gott, nein, die fällt schon wieder auf ihn rein. Mhm. Dann bei der Wiedersehensfolge, ich sehe nur, wie die beiden Händchen halten. Ich so, oh mein Gott, Maike, was machst du denn aber da? Aber warum hat sie das gemacht? Ja, die haben am Anfang haben die Händchen gehalten. Aber wieso? Das war bestimmt so ein Gag von wegen, hier, wir verwirren mal die Zuschauer ein, auf denen wir sind noch zusammen. Okay. Ne? Und dann hat sie aber die Bilder gesehen und dann hat sie, glaube ich, wieder realisiert, wie er war. Und dann war, glaube ich, auch dieser Freundschaftsmodus wieder weg, ne? Oh Gott. Und dann hat sie es ihm ja richtig gegeben. Also da war ich auch echt stolz auf sie. Ey, das war so eine Genugtuung für mich. Ich weiß aber bei sowas immer nicht, weißt du, ich habe das auch schon in den beiden anderen Interviews gesagt, ob ich das alles glauben kann. Aber ich glaube, so ein manipulativer Partner kann Wunder wirken und kann so eine starke Frau tatsächlich so verwirren und schwächen. Ja, das habe ich tatsächlich auch in meinem Freundeskreis immer wieder erlebt. Aber bei der Maike, da hast du wirklich gemerkt, die hat dann eingesehen, dass er ihr nicht gut tut, dass die Beziehung einfach nicht gesund ist. Und die hat dann ja auch wirklich Gas gegeben und ihm mal ihre Meinung gesagt. Das fand ich ganz toll, weil ich finde, gerade sie und Sabine haben so die beste Entwicklung gemacht bei Temptation. Ja. Wer ist denn deine persönliche Königin von den vier vergebenen Frauen? Ich finde den Begriff immer so schwierig. Also für mich ist es tatsächlich so, zwei Frauen haben viel von Temptation mitgenommen. Die haben wirklich eine Entwicklung durchgemacht. Die haben auch für sich rausgefunden, was ihnen gut tut und was nicht. Das ist einfach Sabine und Malisa. Maike. Genau, Alicia, die beiden. Und Malisa, ne? Ja, ja, die auf jeden Fall. Okay, oh, verstehe. Ja, lass uns doch mal zum nächsten Paar kommen und deiner Geschichte ja auch, die damit was zu tun hat. Und zwar geht es um Yasin und Alicia. Da gab es ja auf jeden Fall ein bisschen Trouble. Erzähl mir doch mal bitte die Geschichte mit dem Song Let It Go, den ihr euch da gewünscht habt, was da so passiert ist. Das war so eine ganz blöde Situation. Die Shirin und ich sind halt in die Box runtergegangen, haben uns von der Produktion zwei Songs gewünscht. Einmal so aus der Deutschrap-Szene und dann Let It Go. Das war halt so ein typischer Song, den Yasin immer gehört hat, wenn wir Party gemacht haben. So, und wir wussten halt nur noch, wie der Titel hieß, nicht mehr, wer der Sänger war. Und dann fragt uns noch die Produktion, seid ihr wirklich sicher, dass ihr diesen Song hören wollt? Wir so, ja klar, ne? Und die meinen so, ja, aber das ist ein ganz schön krasser Unterschied, zuerst Schwester Ever und jetzt den Song, ne? Ja, wir einfach hochgegangen, ne? Und so gerade auf dem Weg von diesem Berg zur Villa, ne? Hören wir den Song. Und wir sehen Trissi, wie sie am Pool sitzt und plötzlich fängt die an zu heulen, ne? Und ich denke so, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Ja. Weil es gab von Eisprinzessin oder Frozen, diesem Kinderfilm, gab es auch einen Song Let It Go. Ja. Und das war halt so richtig so Liebeskummerstimmung, voll traurig und alles, ne? Und dann war die halt echt am Weinen, weil Yasin ja auch gerade die Villa verlassen hatte. Und Shirin und ich, wir konnten leider nicht mehr vor Lachen, weil wir dachten, okay, so ein Mist kann nur uns passieren, ne? Das bedeutet aber, ihr wolltet eigentlich, nachdem Yasin die Villa verlassen hat, erstmal Party machen, ne? Weil ich muss sagen, wir haben eigentlich immer Party gemacht. Es gab ja auch eine Story, Yasin und Alicia beim Lagerfeuer. Alicia, ja offensichtlich, hat den Entschluss gefasst,
abzubrechen, weil eingeblendet wird, wie er sagt, ich kann doch nicht am Lagerfeuer sitzen am letzten und sagen, ich habe Gefühle für dich aufgebaut, Chrissy. Und jetzt kommt Yasin zurück in die Villa und tut was? Yasin, der kam halt, nachdem Alice sie abgebrochen hatte, in die Villa. Der hatte 5 Minuten Zeit, um seine Sachen zu packen, war aber extrem wütend und hatte halt gefragt, eine Frage an euch, wer hat gesagt, ein, zwei Bier und ich bin leicht zu knacken? So, da meine Aussage ja so ähnlich war, habe ich gesagt, hier, passt auf, ich habe so eine ähnliche Aussage gemacht. Da war er natürlich stinksauer, weil für ihn war das irgendwie der Grund, weshalb Alice ja abgebrochen hat. Und ich muss auch sagen, ich war dann die Einzige, bei der er sich halt nicht verabschiedet hat. Das fand ich schon sehr enttäuschend. Er und ich, wir haben uns in der ersten Woche sehr gut verstanden. Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich will jetzt nicht der Grund sein, warum sie abgebrochen hat oder so. Und ja, dann gucke ich die Folgen und denke mir so, Junge, willst du mich eigentlich gerade verarschen? Die hat gar nicht wegen mir abgebrochen, sondern ganz klar wegen dem, was du zu der Chrissy gesagt hast. Also wenn ich das jetzt so sagen darf als Außenstehender, kommt es für mich so ein bisschen schwach rüber. Also ich bade nackt im Pool. Ich gestehe quasi einer Chrissy meine Gefühle. So, und mache also selber von mir aus schon Dinge, die meine Freundin wirklich sauer machen könnten. Und dann am Ende bin ich aber auf jemand anderen sauer, weil er eine Aussage über mich getroffen hat und versuche, das quasi so dieser Person in die Schuhe zu schieben und sag ihr dann noch nicht mal Tschüss. Ja, also ich denke mal, er hatte für viele Sachen immer Ausreden oder teilweise auch eine Doppelmoral. Das hat man ja zum Beispiel mit der Szene mit der Maike gemerkt, Ja. wo er noch ganz klar sagt, okay, das geht gar nicht, springt dann aber selber nackt in den Pool. Weil Also er. wenn, dann sucht er die Fehler schon bei anderen Leuten, Ja. statt bei sich selber. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt inzwischen sind sie ja wieder auseinander nach 2, 3 Anläufen, aber dass der Yasin auch dafür eher der Chrissy die Schuld geben würde, anstatt sie selber. Ja, aber die kommen eh wieder zusammen. Ja, das denke ich tatsächlich auch, weil ich muss sagen, am Anfang habe ich die Alice ja auch für eine sehr starke Frau gehalten. Ich Ich war, auch. ja, tatsächlich, ne, weil die wirkt so richtig stolz, würdevoll und vor allem, was mich auch so beeindruckt hat, war einfach die Aussage, ich lasse mir hier doch nicht meine Würde nehmen. Fand ich ganz, ganz toll von ihr, dass sie das gesagt hat. Ja, dann im Auto hast du aber halt gemerkt, wie das Ganze wieder gekippt ist. Da hast du schon gemerkt, okay, die wollte einfach nur Schlimmeres verhindern, wird aber wieder mit dem zusammenkommen. Hast du auch gemerkt im Auto, Ja, ne? also dieses bis gleich, ne, da hast du das schon so rausgehört. Genau. So, okay, sie hat erstmal sich abreagiert, ne? Und jetzt langsam kommt wieder Normalität zwischen den beiden. Aber was ich dann halt echt enttäuschend fand, einfach, die war dann ja wieder mit dem Yassin zusammen. Parallel hatte er noch eine Affäre mit der Chrissy. Die Chrissy hat es ihr ja erzählt. Und trotzdem hat sie ihn verziehen und ist ja wieder mit ihm zusammengekommen. Aber bei der Wiedersehensshow hieß es dann, nee, zwischen uns ist nichts, zwischen uns war nichts. Dabei waren sie ja zu dem Zeitpunkt auch zusammen. Und das fand ich dann halt echt albern. Und in dem Moment habe ich mir dann auch gedacht, okay, die ist eigentlich letztendlich genauso wie Malisa. Habe ich auch gesagt, sie ist einfach nur ein bisschen getarnter. Ist halt eine Schauspielerin, muss man gut, also muss man wirklich sagen, ne? Was Chrissy mir erzählt hat, ist, dass wohl Alicia im Netz als Königin gehandelt wird. Davon habe ich persönlich jetzt nichts mitbekommen. Ich könnte es eher bei der Sabine Ja. denken, weil die Sabine halt echt eine schöne und starke Frau ist. Ja. Die hat das wirklich konsequent durchgezogen, dass sie gesagt hat, okay, reicht jetzt, so läuft das hier nicht. Und was ich halt auch sehr, sehr toll an ihr fand, war halt, dass sie wirklich eher gesagt hat, ich bin mit mir im Rein, macht, was ihr wollt, wenn ihr glücklich werdet, ich habe meinen Menschen gefunden. Ne? Das fand ich schon sehr aussagekräftig von ihr. Ganz kurze Frage. Ich muss mal gucken, ob es den Hunden gut geht. Glaubst du, dass Sabine genauso stark hätte sein können, wenn sie nicht schon jemand anderes gehabt hätte? Ja, Okay. also am Anfang hat man gemerkt, dass sie das extrem mitgenommen hat. Da hat sie mir auch wirklich leid getan, weil die ja wirklich viele Tränen vergossen hat. Und ich habe halt auch schon von der anderen Villa mitbekommen, dass es ihr auch ein paar Tage lang wirklich nicht gut ging. Aber danach konnte sie halt quasi diesen klaren Blick kriegen, wusste dann, was für sie gut ist, womit sie abschließen muss. Und ich denke mal auch, sie hatte durch Eugen sehr viel Unterstützung gehabt. Wärst du gerne die, ich sag mal, Verführerin, die größte Versuchung einer der vier Männer gewesen, so dass du mehr im Vordergrund gewesen wärst und auch bei der Wiedersehensshow dabei gewesen wärst, oder
Wolltest du das gar nicht? Nein, also ich habe das auch schon gemerkt. Bei mir war es halt so, ich wusste, worauf ich mich einlasse, ich wusste, wie das Konzept ist, aber ich hatte Schwierigkeiten damit. Gerade beim Yassin, wir haben uns in der ersten Woche sehr gut verstanden, wir haben viel miteinander geredet und ich war dann immer diejenige, die meinte, Yassin, das kannst du nicht machen oder würde deine Freundin das gut finden? Also ich habe ihm immer ins Gewissen geredet, obwohl das ja gar nicht mein Job ist als Du hast deinen Verführerin. Job so schlecht Und gemacht. dann wurde ich tatsächlich auch zur Produktion gerufen in die Box und dann hieß es so, was ist noch mal dein Job hier? Und ich so, ja, sorry. Wie lustig. Die Frau kann dankbar sein, dass sie sieht, wie ihr Freund drauf ist, vor Ja. allem vor Kameras, ne? Ja. Dann kann man sich ja auch ausmalen, dass er hinter den Kameras noch schlimmer sein wird. Aber auf der anderen Seite tut es einem dann natürlich weh, wenn man so eine Beziehung wie bei Alicia und Yassin sieht. Und dann geht die halt einfach zu Bruch, sage ich mal. Oder auch gerade Sabine und Mike, ne? Also, dass der Mike sich verliebt, das war ja gar nicht geplant. Aber hast du gehört, was sie in der Wiedersehensfolge gesagt haben? Und das hat einfach nur auch meine Annahmen in den Reaction-Videos bestätigt. Sie haben gesagt, dass ihre Beziehung eigentlich voll öde war und sie immer nur Sport gemacht haben und Fernsehen geguckt haben oder er gespielt hat und sie irgendwas anderes gemacht hat. Die haben quasi schon nur noch aneinander vorbeigelebt. Also das Problem bei langen Beziehungen ist halt, dass dieser Alltagstrotz reinkommt. Aber ich denke, das hätte auch alles auf einem schöneren Weg passieren Das auf können. jeden Fall, Vor klar. allem, wenn man so lange zusammen ist, dann finde ich es sehr, sehr schade, wenn man sich nicht ausgesprochen hat oder ja, wenn man nicht normal miteinander befreundet sein kann danach. Ja, die Reihenfolge war halt falsch, ne? Was sagst du denn jetzt so im Endeffekt? Kann der Mike irgendwie einem auch ein bisschen leid tun, auch so, wenn man so sieht, was aus ihm und Gina geworden ist? Also ich denke, beim Wiedersehen hat man gemerkt, dass der Mike auf jeden Fall noch Gefühle für die Gina hat. Und daran hat man auch wieder gesehen, wie schwer verliebt er ist, weil genauso war er auch in der Villa. Deshalb tut es mir schon leid für ihn, dass es eben nicht geklappt hat. Aber auf der anderen Seite, das Verhalten Sabine gegenüber war einfach nicht korrekt. Das macht man nicht, das hat keine Frau verdient. Ja, dann ist es halt leider Karma, wenn man am Ende alleine dasteht, ne? Ja, naja, Thema Schauspielerei. Es gab ja wohl auch eine Situation zwischen dir und Fabio. Es gab eine Situation, da kam Fabio von seinem Einzellagerfeuer wieder. Und er hatte uns halt erzählt, ja, die Malisa, die redet schlecht über mich, die stellt mich als Schmarotzer dar, die sagt, ich kann keine Rechnung schreiben. Also er hat das Ganze so ein bisschen aufgepusht, sage ich mal. Es klang alles viel schlimmer, als es in Wirklichkeit war. Und ja, dann hat er, sage ich mal, einen Zusammenbruch, wenn man es so nennen mag. Wo er dann halt in sein Zimmer gegangen ist, ins Bad, wo er meinte, er muss sich übergeben. Und ich war noch so nett, obwohl ich das wirklich gar nicht abkann, wenn sich jemand übergibt, dass ich halt bei ihm war. Und dann habe ich aber auch gesehen, er hat sich bewusst einen Finger in den Hals gesteckt. Und ich so, warum machst du das denn? Ja, mir geht's nicht gut und so, wo ich mir denke, okay, manche Leute stecken sich halt einen Finger rein, damit dann wirklich alles rauskommt, damit es ihm besser geht. Aber das war halt eher so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, das ist gerade ein bisschen zur Schauspielerei. Vor allem auch, weil er sich zwei, dreimal den Finger reingesteckt hat, weil es beim ersten Mal nicht so gut geklappt hat, ne? Ja. Und dann im Nachhinein habe ich ja auch die Folgen gesehen und dann hieß es ja auch, ich möchte Malisa verletzen. Und ich glaube, dass das halt so gezielt war, dass er sich gesagt hat, okay, ich möchte, dass sie sieht, wie schlecht es mir geht, was sie angerichtet hat mit ihrer Aussage, dass das so ein bisschen die Retourkutsche war. Und war er dann besoffen oder nicht? Also zu dem Zeitpunkt war er noch nicht betrunken, weil da kam er auch gerade erst an, da hat er vielleicht nur eine Mische gehabt. Und erst danach, viel, viel später, nachdem diese Szene war, hat er getrunken und dann hat er uns Mädels halt gefragt, ob wir bei ihm im Zimmer schlafen können. Das heißt, er hat euch gefragt und als ihr im Bett lagt, hat er sich dann um was noch gebeten? Ja, da war halt die Situation so, zuerst lag die Nora, dann die Shirin, Fabio und ich. Und er hatte seinen Arm um die Shirin gelegt und hatte mich gebeten, ob ich meinen Arm um ihn legen kann. So, ich habe natürlich nichts dabei gedacht, weil, Mensch, der Junge war verletzt, der brauchte einfach Nähe. Und ich sehe den Fabio eigentlich auch nur so als, ja, wohl besten Freund so mäßig, weil ich konnte das gar nicht alles so ernst nehmen auf der Villa, weil er halt so immer eine Show abgeliefert hat und auch wie er mit Frauen umgeht und so. Das, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war jetzt nicht für mich so Mann vor meinen Augen, sondern halt jemand, der einfach nur so Spaß haben will, wie so ein kleiner Junge, der sich über seine Eissorten freut, ne? Auf jeden Fall habe ich dann einfach meinen Arm um ihn gelegt, habe mir nichts dabei gedacht. Aber dann so im Nachhinein, wenn man die ganzen Folgen gesehen hat, dachte ich mir, okay, der wollte einfach nur provozierende Bilder haben. Ja, es ist halt überall doch dann so ein bisschen, die Leute wissen ja, dass sie vor der Kamera sind, ne? Jeder macht irgendwo ein bisschen Show, das ist normal, sag ich mal.
Aber ich finde das schon krass, dass man wirklich bewusst versucht, seinen Partner zu verletzen, weil er ja weiß, dass sie sowas treffen könnte. Ja, schade, ne? Also ich sehe auch Malisa auch, als ich sie bei der Wiedersehensshow gesehen habe, ich muss sagen, jemand, der da so sitzt, ist nicht, sieht, also Körpersprache sagt nicht Glück in meinen Augen. Also weiß nicht, aber muss sie selber wissen, sie hatte hier die beste Chance, um das auch aus dem anderen Augenwinkel zu sehen, aber sie ist ja dem treu geblieben und dann soll sie das so machen. Hast du noch etwas, was du den Zuschauern sagen möchtest? Weil ich hätte jetzt keine Fragen mehr. Also das Einzige, was ich den Zuschauern sagen wollen würde, ist halt einfach, dass es wirklich Reality-TV ist. Weil viele sagen immer, ja, nee, das ist geskriptet oder die Produktion hat das vorgegeben oder es gab extra Geld für irgendwelche Aussagen. Das ist alles totaler Blödsinn. Die Leute sind wirklich so bekloppt drauf. Ich glaube, die meisten hätten jetzt am liebsten gehört, nein, das ist geskriptet, sowas gibt es nicht wirklich. Aber Ja, also ich okay. würde sagen, halt so Sachen wie zum Beispiel einfach dieses Nackte in den Pool springen, ne? Oder halt auch Alicia, dass sie abgebrochen hat. Oder Yasin, der immer am Eskalieren war und so, ne? Das glaubt ja kein Mensch, dass das wirklich die Realität ist, aber so ist Nee, es wirklich. dass die abgebrochen hat und dass der am Eskalieren ist, das glaubt jeder Mensch. Aber man glaubt eher so Sachen nicht wie, wenn Yasin zum Beispiel sagt, das wäre die schlimmste Zeit meines Lebens gewesen und ich habe mich dann entschieden, entweder es wird meine schlimmste Zeit oder es wird ihre schlimmste Zeit. Dass jemand so tickt, weißt du, das verstehen wir nicht, aber Ja, aber ja. das liebe ich halt an Reality-TV einfach, dass du in die Köpfe der Menschen so ein bisschen reingucken kannst, wie die so drauf sind, wie die funktionieren, ne, dass du das Ganze so ein bisschen analysieren kannst, ne, Ja. oder auch dem, wo du als Außenstehender denkst, oh mein Gott, aber du als Person, die dabei warst, denkst du, so, hä, was ist denn deren Problem gerade? Das gab es auch bei dir oft bei Reactions wahrscheinlich, ne? Dass du Ja, gedacht. ja. Okay. Aber hätte ich das jetzt als Außenstehender gesehen, hätte ich auch gedacht, oh mein Gott, das sind voll die Billigen und was sind das denn für Säufer oder keine Ahnung, ne? Ja. Man denkt dann halt einfach so. Ja, okay, krass. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Wir haben ja schon abgemacht, dass wir in Zukunft mal zusammen IO the One reacten. Ja, da freue ich mich echt drauf. Ich glaube, das kann ganz lustig Ja, werden. wir kommen ja beide aus Hamburg, haben wir festgestellt. Und also wird es uns nochmal zu sehen geben. Genau, ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Ich sage an der Stelle Tschüssi und ja, wünsche Danke noch eine. dir. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.